Tofu ist das, ne? Ja. Soja, Bohnen, Quark gepresst. So gut habe ich das noch nie formuliert. Ja, hab ich erkundigt. Ja. Ja, ich wusste, du machst was mit Tofu. Das Ganze wird ja ein etwas asiatisch anmutendes Gericht. Also man nennt es bei uns nach Art Chinesisch, weil wir keinen richtigen Wok haben angeblich. Hat uns die Wokverkäuferin gesagt, dass damit können Sie gar nicht Chinesisch kochen. Das wird nur nach Art Chinesisch. Nach Art Chinesisch. Schmeckt aber trotzdem wunderbar. Ich habe eine ganz entscheidende Frage. Ist das ein Gericht, zu dem man auch einen Wein trinken darf? Also bei mir kann man zu allen Gerichten Wein trinken eigentlich. Und auch in der Küche, ne? Immer. Küchenwein. Immer, ja. Sehr schön. Ich habe einen deutschen Weißwein. Ich hoffe, dass das in Ordnung ist. Ja, ich finde deutsche Weißweine viel besser eigentlich. Ja, und zwar einen trockenen Silvaner. Ich kenne es so noch nicht. Na, was da sehen, das ist was sehr Schönes, glaube ich. Kommt da auch vielleicht sogar Wein rein oder so nachher? Zum Schluss, den kannst du gleich draußen lassen, genau. Den lasse ich kalt, der ist kalt. Also, ich bin der Alfred, Kai, Prost. So. Der ist genau richtig. Der ist schön, ne? Der ist wirklich schön. Ich muss sagen, ich bin nicht mit allen Silvanern immer so begeistert, aus einigen, das kommt immer auf die Gegend an. An dieser nahe Silvaner kann ich gut damit leben. Also ich kenne mich nicht aus, ich trinke alles. Du trinkst alles, was gut ist. Alles, was gut ist, ja. Naja, aber da bist du schon bei deutschem Weißwein, wenn man, ich meine, es geht. Nein, weil andere sind oft so sauer. Und ich finde, das schlägt dann so auf den Magen und alle bestellen im Restaurant einfach ein... Irgendwas. Pinot Grigio, ohne zu wissen, was sie da haben. Ja, die glauben, das ist eine Stadt in der Toskana. Ja, das ist nämlich der Grauburgunder auf Italienisch. So, die werden jetzt ein bisschen geröstet, der Tofu. Warum Tofu? Isst du kein Fleisch? Nee, ich bin seit 3 Jahren jetzt Vegetarier. Und irgendwas muss man machen, wo man drauf beißt. Deswegen habe ich jetzt auch diesen Tofu genommen. Ja. Es gibt noch so weißen Tofu. Ja. Der schmeckt nach gar nichts, also finde ich. Dieser hat mindestens so eine gewisse... Ja, dass man wohl drauf kauen kann. Ja, und das Gemüse auf die Dauer geht einem... Ja, es wichtig ist, dass bei Tofu, glaube ich, dass man immer etwas damit macht. Also den isst man nicht so, sondern den brät man, oder dämpft man oder was immer. Ne? Also ich finde, das hat irgendwas. Man könnte das gleiche Gericht auch mit Scampis machen. Die ist die große Platte, ne? Ja. Also das heißt, du isst Meerestiere, Früchte und Fisch. Ja. Ja, ja. Tut mir zwar auch leid um die armen Viecher, aber... Ja, irgendwas muss man essen, ne? Ja. Und das Fleisch isst du nicht aus gesundheitlichen Gründen? Wir haben mal vor, wann war das so, vor 3-4 Jahren, war extrem viel so Berichte über diese ganzen Tiertransporte. Ja. Und wie eine Gänsestopfleber gemacht wird. Wenn man das sieht, wie die den armen Viechern so ein Rohr in den Hals reinstecken und die mit Mais vollpumpen. Ich kann das nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe früher überhaupt nicht gewusst, wie man Gemüse macht. Und jetzt esse ich nur noch, also so gut wie nur noch Fisch. Also das ist sicher sehr gesund. Wobei ich zum Beispiel auch diese Tiertransporte ganz schrecklich finde. Und ich kaufe dann wirklich entweder bei einem Metzger, von dem ich sicher weiß, oder sogar direkt beim Bauern hier im Bergischen Land. Richtig, ich habe jetzt ein halbes Kalb bestellt und neulich rief er an und sagt, das Kalb läuft jetzt hier rum und so. Das hat nie einen bestellt? So sentimental bin ich nicht. Aber dieses Kalb hat nie einen Tiertransport erlebt. Ja. Das wird erst transportiert, wenn es Fleisch ist. Es ist sowieso alles pervers. Ich meine, ich bin ein Riesenfan von Stierkampf, zum Beispiel in Spanien. Gucke ich mir liebend gerne an. Dürftest du eigentlich auch nicht. Dann. Dürfte man auch nicht. Man ist inkonsequent. Ja. Ich finde aber, so ist das ganze Leben. Das ganze Leben ist inkonsequent. Das ist auch in Ordnung. So, jetzt... Wenn ich das ein bisschen klein machen und ein bisschen hier, da darf ich da assistieren? Das mache ich sehr gerne. Jetzt schmeißen wir als nächstes, wenn der richtig heiß ist, weil die habe ich ein bisschen zu früh reingetan, da war das nämlich warm. Deswegen habe ich es eben klein gemacht. Ne? Ja. Wir machen das schön langsam. Ja, der wird auch schon, der kommt dann schon. Meinst du, das ist schon heiß genug? Weil das finde ich immer wichtig, dass man das so anbrät, dass es... sofort kross wird sozusagen und dann nur ganz kurz angebraten wird. Dann würde ich noch einen Augenblick warten. Und nicht so lange da drin rumeilen. Was hast du genommen für ein Öl? Ich habe jetzt hier so ein, wie heißt das Ding? Erdnussöl genommen. Was jetzt hier weiß ist, ich habe das zu Hause in braun. Ja. Weiß ich nicht, wie das... Gibt es auch 1000 Sachen, ne? Das brauchen wir noch nicht. Hier guck mal so ein bisschen. Die brauchen noch ein bisschen, weil ich es jetzt klein gestellt habe. Ja. Du, wenn die gar sind, dann... Machen wir die aus? Die kann man so essen. Und dann tust du zum Schluss wahrscheinlich rein. Die tue ich ganz zum Schluss drauf, ja. Ja, wir haben Zeit. So. Nimm doch mal Sollen uns das reichen? Nimm doch einfach ein Stückchen, dann siehst du schon. Ja, ne? Ja, das ganz.
Also da fangen wir an, logischerweise mit den Sachen, die etwas länger brauchen, wie Mohrrüben oder hier Paprika. Ja, ja, immer mit den, Sachen anfangen, die länger brauchen. Ne? Also, eins muss mehr sein, sieht ja toll aus. Ne? Bis jetzt, jetzt wollen wir mal ab. Wenn du... Den können wir ruhig... Ja, genau. Höher geht's nicht. Das, aber das können wir, glaube ich, auch bei dem ruhig lassen, oder? Ja, bei kann man ja immer. Da bin ich mir nie ganz sicher. Bei den Bratpfannen habe ich schon einige kaputt gemacht, die das ja nicht vertragen. Wenn du eine Bratpfanne auf 7 lässt, ist sie nach 3 Mal so gewellt, dass sie nicht mehr auf der Herdplatte steht. Weil ich habe zu Hause leider kein so gutes Gas. Und dann gehen die Dinger kaputt. Ja. Und beim Wok angeblich Nee, dürft ihr eigentlich nicht. So, da kann man jetzt noch 2 Minuten zugucken. Na, wunderbar. Sehr gut mit Kochst du eigentlich sozusagen regelmäßig? Ich versuche das. Also ich meine, dadurch, dass ich so viel unterwegs bin in Hotels und... Aber ich meine, wenn du zu Hause bist. Wenn ich zu Hause bin, wenn du unterwegs bist. Das so aus, finde ich. Ich bin dauernd in irgendwelchen Super-Restaurants, weil jeder Produzent oder Verleiher, die sagen immer, komm, jetzt zeige ich dir mal was Tolles. Ja. Ich kenne die Läden alle inzwischen und das ist ja auch toll. Ja. Aber ich bin halt froh, wenn ich auch mal zu Hause dann einfach in den Supermarkt gehen kann. Und dann nur Kartoffeln mit irgendwas und nicht immer hier... Und kaufst du gern ein? Mittel. Mittel. Also ich finde einfach so Supermärkte oft nicht so toll. Also nee, aber es gibt ja auch so... Es gibt tolle Läden. Aber da habe ich so selten, wenn ich zu Hause bin, dann schaffe ich es nicht, den Markt zu erreichen, bevor die abbauen. Ja. Und dann bin ich erst um 14 Uhr und erst dicht. Also muss ich in den Supermarkt gehen. Das habe ich auch erlebt, das kenne ich. Das ist immer so. Sag mal, wenn du jetzt ein bisschen Zeit hast, dann könnte ich mal mein Fisch filetieren. Ja, das wäre wunderbar. Ich mache dir das noch ein bisschen kleiner. Die werden oder willst du es lieber größer? Nee, die sind eigentlich fertig. Sind sie fertig, dann mache ich es aus. Also du hast ja gesagt, Fisch isst du. Lieben gern, ja. Du, ich mach... Ich werde dir ein Fischrezept vorführen und ein Fischgericht. Da brauchst du dir das nicht mal aufzuschreiben. Das ist so einfach. Es ist so einfach. Du musst in den Laden gehen, damit fängt das Rezept an. Und musst einen Seeteufel kaufen. Das ist die Lot. Die meisten kennen es unter dem Namen Lot. Da kriegst du so ein ganzes Stück. Da ist oft noch ein bisschen Haut dran. Das machst und die du schneidest du selber ab oder lässt du abschneiden? Wenn du einen guten Fischhändler hast, macht er dir das perfekt. Also das finde ich geht immer sehr bisschen schwierig. Ja. Also es war nur noch ein Rest dran. Ja. Und in der Mitte ist dieser Knochen da. Diese Knochen, also diese große Gräte sozusagen. Da habe ich das jetzt abgeschnitten und mache jetzt so Gulaschviertel. Ja. Weißt du, so Stücke... Einfach so. Sehr einfach. Ich glaube, das wird für uns... Ich bin voll konzentriert bei dir, aber du musst ehrlich gesagt, musst du dich nicht besonders konzentrieren, denn ich mache nichts Aufregendes, außer diesen Fisch in kleine Stücke schneiden. Ja, das war schon sehr schön. Ja, aber das ist nicht sehr schwierig. So lange haue ich hier die Pilze rein. Ja, das ist viel wichtiger, dass wir so wichtig verpassen. Auch nicht, ja eben. Also die brauchen nicht so lange, dann kann man auch hier bei mir jetzt schon den Bambus. Ah, das ist Bambus, das habe ich vorhin schon gesehen. Und ja, das habe ich noch nie verwendet. Dose einmal so ganz mini klein geschnitten. Ja. Finde ich besser, wenn man Bambus nicht zu groß lässt, weil da sind manchmal so ein bisschen so holzige Teile bei. Habe ich noch nie verwendet. Was nicht sein sollte, aber wenn, ist es besser, man erwischt das in klein. Dann kann ich bei mir auch direkt reintun etwas... Wie heißen die Dinger noch? Hier diese Paprikaschoten. Ah ja. Nicht Paprika, sondern die scharfen. Chili? Chili oder Peperoni oder sowas. Aber das sind nicht die ganz scharfen, oder doch? Das kommt drauf an. Also ich erfahre das auch immer erst, wenn ich das Essen esse. Also manchmal... Ich muss mir schnell die Hände waschen, entschuldige. Ja. Die Dinger. So. Soll ich dir mal da freimachen? Nö, ich mach das dann hier, aber erst wenn du fertig bist. Das meins geht nämlich auch wahnsinnig schnell. Das ist das ist übrigens das Schöne an Fisch, dass Fisch in der Regel ganz schnell geht, ganz einfach zu machen. Und komischerweise haben die meisten Leute Probleme mit Fisch. Ich auch, ich kenne das nur in Alufolie. Also ich kann nicht das mit Alufolie im Ofen. Ja. Und das ist aber irgendwie nicht so ganz mein Ding. Aber dann wirst du jetzt ein neues kennenlernen. Und du kannst das machen... Mit dem Seeteufel, klar, mit allen festkochenden Fischen und mit diesen Hummerkrabben, mit diesen großen, mit diesen... Aber woran,
erkenne ich einen festkochenden Fisch. Dann gehst du in den Fischladen und sagst, ja, haben Sie einen festkochenden Okay. Fisch? Okay. Dann erkenne auch ich das. Denn ich weiß das auch nicht. Ja, ich gehe auch in den Fischladen. Ja, ja. Da gibt es, glaube ich, so Victoria, Seebarsch und sowas. Das sagt er dir schon. Gut. Ich meine, der ist nicht ganz billig hier, der Seeteufel. Aber das macht man auch nicht jeden Tag. Genau, das machen wir nicht jeden Tag. Dann machen wir wieder eine billige Gemüsepfanne oder ich mache mir Nudeln. Nein, billig ist die nicht. Auch nicht? Nee. Na doch, also man zahlt nicht viel dafür, aber also sie schmeckt Vergleich zu sowas, oder? Ja, ich meine, billig meinte ich nicht. Nein, beim Einkauf. Wir machen so eine billige Gemüsepfanne. Nein, ich meinte billig, billig im Einkauf. Um Gottes Willen, jetzt habe ich dich völlig beleidigt. Ja, da bin ich empfindlich. Nein, das ist wunderbar. Nein, billig, ich bin nämlich schon fast fertig hier, glaube ich. Ja, das ist doch wunderbar. Ich mache viele billige Rezepte, aber ich meine das auch nur zum Beispiel eine Tomatensauce, eine einfache auf Spaghetti, ist doch was Wunderbares. Ja. Machst du auch Pasta? Lieben gerne, wenn sie al dente sind. Ich hasse das, wenn man, was bei uns beim Film oft passiert ist, Catering wartet 3 Stunden, weil der Regisseur sagt, komm, das machen wir nochmal und nochmal. Und dann haben die Pasta da im Dings liegen und dann kommst du da hin und dann ist das eine homogene Soße, das finde ich furchtbar. Nein, aber das. Aber richtig gute Pasta ist was wunderbar. Toll, und das auch ist mit eben so, wie heißt denn diese Soße? Das habe ich gerade gestern gemacht. Mit, also wo Pinienkerne reinkommen. Ja, du meinst Genovese oder Pesto. Pesto. Das klingt so einfach und billig. Nein, das ist übrigens nicht billig, weil der Parmesan ziemlich teuer ist. Und das Parmesan aber die Soße ist billig. Ja. Wollen wir uns einigen auf Preiswert statt billig? Ja. Billig klingt wirklich so nach Winterschlussverkauf. Ne? Ja. Also dies ist sowieso. So, jetzt habe ich hier die Dings reingetan. Sprossen, Sojasprossen. Sojasprossen. Nee, die heißen nämlich gar nicht Sojasprossen. Das sind die anderen, aber ich nenne die auch Sojasprossen. Das ist völlig egal. Aber es sind diese völlig egal. So, du hast diese Dinger reingetan, die aussehen wie Sojasprossen, genau, aber keine sind. Gibt es auch in jedem Supermarkt, ja, ja, ist auch sehr preiswert. Ja. Dann gibt es diese Zwiebeln. Nee, dieses Lauch. Frühlingszwiebeln oder Lauch. Ja. Da noch drunter. Und da die Sachen nicht so lange kochen müssen, mache ich das eben nur ganz kurz. Kann das sein, dass das Bambussprossen sind? Ja, ich glaube ja. Und Sojasprossen heißen die mit dem größeren grünen Kopf. Genau. Aber ist völlig egal. Das ist wurscht. Jetzt können wir auch schon reintun ein paar Cashewkerne. Ja, toll. Super. Dann können wir schon reintun ein paar Rosinen. Ja. Glaube ich. Das ist so ein. Das ist mit Rosinen habe ich noch nicht so oft gemacht. Ist dieses Rezept irgendwie aus einem Kochbuch oder so? Nee. Es gibt so vegetarische Restaurants, da gibt es sowas. Und ich hatte immer irgendwas gemacht. Ich dachte immer, Chinesisch ist alles, sobald es im Bock geschnitten wird. Ja. Seitdem ich meinen Wok gekauft habe, weiß ich, was ich mache, ist nicht echt chinesisch, das ist nur heiß nach Art. Ja. Halt so ein bisschen ist auch in Ordnung. Ja, was natürlich schon ein bisschen chinesisch ist oder asiatisch ist, dass du eben bestimmte auch Gewürze nimmst, die sehr typisch asiatisch sind. Also Sojasauce ist eben das asiatisch, ist richtig, nicht? Ja. Curry ist auch asiatisch, wird natürlich bei uns viel verwendet, aber. Ja, dass es scharf ist, dass es nach ein bisschen was schmeckt. Weil mit diesem Gemüse, das ganze Französische ist zweimal schön, aber wenn die Soße nicht super ist und ich kann keine super Soße, dann ist Gemüse oft langweilig. Ja. Und deswegen ist, wenn scharf ist, schmeckt es nach was. So, ach, das ist alles genau. So, ich kann mich erinnern noch als kleiner Junge, so grüne Erbsen. Ja, furchtbar. Nur so und furchtbar. Ziemlich verkocht. Und ja, so. Furchtbar. Furchtbar. Nee, das war auch nie mein Ding. Nee. Also da sind wir wirklich einen Schritt weiter. Gib mir mal dein Glas. Also das magst du aber auch, wenn das so nicht zu verkocht ist. Ja, nicht ich bitte sehr, also auch da al dente sozusagen. Genau, so soll es sein. Wir wollen doch dem Gemüse gönnen, was wir der Pasta gönnen, wollen wir doch auch der Gemüse. Richtig. Jetzt tun wir hier drauf etwas Schafskäse. Schafskäse. Aber das machst du ganz zum Schluss, weil der so verkocht sonst. Ja. Also da bin ich mir mit der Menge auch nicht sicher. Das kann man so machen, wie man. Ja. Das ist sehr würzig. Ich meine, das ist sowieso bei so einem Gericht toll, dass man im Grunde alles. Da ist alles erlaubt. Erlaubt. Wir könnten jetzt eigentlich schon mit dem Wein einsteigen, weil jetzt können wir da Wein drüber schütten. Ja, der ist da hinten. Ich mach mal meine Pfanne an, die ein bisschen heiß wird. So. Mit dem Wein nie sparen. Wunderbar. Ich habe noch ein zweites Fläschchen im Kühlschrank. Also keine Sorge. Dann Sojasauce. Aha. Aber das, auch nicht sparen. Das muss aber gut schmecken. Ich meine, weißt du, wenn ich sehe, was in einem Rezept, wenn ich es lese, wenn ich ein Rezept lese, kann ich dir schon sagen, ob es mir schmecken wird oder nicht. Ich habe so wenig nach Rezept geguckt, die Erfahrung habe ich damit. Ja, ich habe sogar mit ganzen Kochbüchern Erfahrung. Ja, von dem schon gehört, ja. Jetzt tun wir ein bisschen Curry schon ran. Ja. So. Sehr schön. Jetzt Löffel waren hier, ne? Ja. Genau, da habe ich dieses hier, das habe ich mal bei uns
wie heißt das, da unten am Fischmarkt gibt es solche Hallen, die verkaufen alles Mögliche, Möbel und auch so Gewürze. Kaschmiri. Damit muss man vorsichtig sein. Kaschmiri Masala. Also ich weiß nicht, was da drin ist, aber es ist höllenscharf. Ich lese mal, was da drin ist. Das ist wichtig. Ich lese mal, was drin ist. So. Diese Masala kann auf ein Anteil verschiedene Manieren worden gebrucht. Ah nee, das ist nicht, was drin ist. Was ist drin ist? Samenstellung. Knoblauch, Zaut, Spanze, Peper, Chember, Koriander, Rapsadeue mit Lack, Glitzer. Oh. Sei froh, dass ich es nicht einzeln kaufen muss. Also das haben wir da alles drin. Sehr schön, das verquillen wir jetzt. Das toll, wird dadurch schon mal toll, sehr scharf. Toll. Dann also durch etwas Sahne dazu. Sieht jetzt schon wirklich lecker aus. Aber das ist nicht asiatisch. Das ist überhaupt nicht asiatisch. Überhaupt null. Insofern die Dame hatte recht. Kaische Version, nur im asiatischen Stil. Ja, wirklich, es ist nur Art. Aber ich finde sowieso, zum Beispiel in New York, diese Euro-Asian, das ist ja ein Trend. Ja, also, absolut. Dass man sagt, absolut. Ich koche nicht klassisch asiatisch, ich koche nicht klassisch europäisch, sondern ich koche eben, nehme von beidem etwas. So wie es einem halt schmeckt. Ja, also, warum wir auch haben nicht? Das manchmal, wenn Besuch kam, sowas gemacht, das hatten die alles noch nicht gesehen. Ja. Weil man kann das sowohl machen mit, also jetzt mit dem Käse und den Rosinen finde ich es besser. Eigentlich, man macht das mit Reis, als was die andere Variante ist. Es gibt ja diese chinesischen Nudeln. Glasnudeln. Nee, die anderen, die so in 4 Minuten schmeißt man in kochendes Wasser und nach 4 Minuten sind die fertig, so Instant-Nudeln. Das kann man dann verquirlen. Ja. So, jetzt ist das hier gerade ein bisschen hoch. Jetzt kommen dann irgendwie noch diese dazu? Die kommen gleich dazu. Jetzt muss ich das einmal probieren, bevor ich dir das in die Hand drücke. Wie die Soße ist, weil dann kommt gleich noch der Clou dazu. Ja. Okay, das ist scharf. Jetzt geht's los. Das ist wirklich schon scharf. Oh. Okay. Und trotzdem kommt jetzt hier etwas, was es so nicht gibt. Und zwar heißt das bei uns Omas Hot Sauce von meiner Schwiegergroßmutter. Das ist ein panamanisches Rezept in New York angebaut. Davon nimmt man so wenig. Also, und das macht die Oma? Das macht die Oma. Ja, genau. Das hat die im Garten, baut die das an. Und wir haben davon zu Hause einen Topf, der ist ungefähr 1 Liter. Den haben wir inzwischen seit 3 Jahren. Und es ist noch kein Rückgang zu bemerken. Und was da drin ist, weiß man nicht, das ist geheim. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist. Also es ist der Hammer. Aber das Gericht würde ohne das auch möglich sein. Das wäre möglich. Nur es ist noch besser. Und mit Omas Hot Sauce wird alles besser. Toll. So. Ich glaube, fertig. Super, super. Hier. Obwohl, ich habe diesmal überhaupt kein Salz reingemacht. Kein was? Ich habe kein Salz dran getan. Und es schmeckte trotzdem. Trotzdem, man braucht es manchmal nicht. Das ist das Erstaunliche gerade gewesen. Hast du noch einen Auffülllöffel, womit ich das darauf tue? Schnell, das lege ich jetzt immer hin. Wunderbar. So. Toll. Der Teller macht natürlich auch was her, nicht? Ich meine, da sieht das einfach. Na ja. Es ist, glaube ich, jetzt sehr heiß. Und ich würde vorschlagen, dass ich ganz kurz meinen Fisch anbrate. Ja. Wunderbar. Und wir das essen, sobald, das ist also wirklich, das geht in Minuten. Vielleicht kannst du das hier alles ein klein bisschen wegräumen. Aha, jetzt muss ich doch aufräumen, siehst du? Ja, nicht wenig. Ja. So. Da. Was tust du für ein Öl rein? Sonnenblumen gemischt mit Olive. Ja. Das ist eine ganz schöne Mischung. Egal, oder? Das ist, weil da bin ich mir nie sicher mit dem Öl. Ob man nein. Ich tue auch noch Butter dazu ein bisschen. Ja. So. Geht jetzt ganz das ist immer mein Streit zu Hause. Wie braun darf die Butter werden? Ah ja. Die ist schon ein bisschen zu braun. Darf man die braun werden lassen oder nicht? Ja, ein bisschen. Keine. Ist jetzt ein bisschen zu braun eigentlich. Aber ich habe gleich den Fisch reingetan und dann ist nicht schlimm. Kann sie nicht anbraten. Ja. Ein bisschen braun. Die Pfanne war etwas zu heiß. Ich habe die vorher heiß gemacht, ja, damit es schnell geht. Auch die Tiere schnell mit und dem Garten, und da war die ein bisschen zu heiß. Und jetzt habe ich es klein gestellt. Jetzt guck mal. Das ist jetzt dieser Fisch in Butter und Öl. Kannst du natürlich auch nur in Butter, nur in Öl machen, aber ich finde die Mischung ganz gut. Ein bisschen dunkel geworden, aber es sieht sogar schön aus dadurch. Ja, allerdings. So, von jeder Minute. Das ist jetzt 1 Minute, 1,5, 2 höchstens. Das geht alles so schnell. Willst du ein bisschen Brot schneiden dazu? Das mache ich.
So dünne Scheiben oder so irgendwie so lang und quer? Nein, solche. So So, guck mal, wie schnell das ging. Wie, jetzt dein Essen fertig? Nein, 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 aber bald. Denn jetzt ist der Fisch ist jetzt mehr oder weniger gegart. Und jetzt kommt nur noch, kommt in das hier, kommt jetzt, reichst du mir die Zwiebeln da, die Lauchzwiebeln, diese Frühlingszwiebeln? Ein Löffel oder? Ja. So. Und ja, nicht. Dein Gewürz brauchst du noch nicht hier. Doch, doch, gleich. Ich tue noch ein kleines bisschen Butter dazu. Nein, das nur, das ganz das zum Schluss. Nicht. Das zum Schluss. Was ich jetzt brauche, ist diese Flasche mit dem Wermut. Das ist ein trockener Wermut. Das ist jetzt ein Noirly Prat. Da kann man auch einen Cinzano, wie die alle heißen, diese trockenen Wermut. So, kurz ein bisschen anschwitzen und jetzt kommt der drauf. Ach, das ist ja auch nicht sparsam, ne? Nein. Und das wird jetzt, lass ihn hier stehen. Aber, ja, genau. Und das kocht jetzt ein bisschen ein. In der Zwischenzeit probieren wir deins. Gut. Und jetzt kommt noch Safran dazu. Den habe ich hier. Das ist insofern eben ein etwas teureres Gericht. Ich kenne den Safran noch, das kenne ich überhaupt nicht. Riech mal. Namen her. Das ist ein Und wo tolles. Kommt das her? Das kommt, glaube ich, auch aus Indien. Ja. Und da muss man unheimlich aufpassen, dass man einen echten kauft. Das erkennt man daran, dass er sehr teuer ist. Ah ja. Die Ersatzsafran, die gibt es auch und die sind billig, aber die riechen. Er muss so riechen, so intensiv. Verstehe. Wollen wir probieren? Ja, probieren wir. Am besten mit Gabel? Ja, nur eine Gabel. Gabel. Kann auch noch nicht. Toll. Also ja. Ja, bon Appetit. Ja, einen guten Appetit. Gläser. Bin ich ja gespannt. Ich auch. Sehr schön. Auch nicht zu scharf. Nee, überhaupt nicht scharf. Das ist gar nicht, was ich tun. Man hätte vielleicht ein bisschen mehr Salz doch wirklich da machen können, oder? Und vor allen Dingen der Käse war vielleicht zu viel. Ne? Schmeckt das nicht wie ein Käsebrot? Nee. Na. Vom Käse kommt aber das Salzige. Mhm. Deswegen musste man nicht salzen. Das kommt vom Käse. Nur der Tofu, ich war immer etwas skeptisch. Das ist aber wirklich etwas, worauf man beißen kann. Ne? Kocht ihr beide, du und deine Frau? Mhm. Wobei ich sagen muss, meistens ich. Also wenn ich zu Hause bin, dann meistens ich. Und die kann mir so Nachtische und backen. Ich kann überhaupt nicht backen, gar nicht. Auch nicht. Null. Und Nachtisch kann ich auch nicht. Also ich kann eigentlich nur so ein paar solche Sachen. Und die kann so ein bisschen nach Kochbuch kochen. Das macht mich total nervös, wenn ich da so sage, ah, jetzt hier noch 50 Gramm. Wer? Deine Frau kann nach Kochbuch kochen? Ich auch. So, guck mal. Das kocht jetzt ein. Und jetzt kommt das dann wieder rein. Mhm. Und dann kommt ein bisschen Cayennepfeffer und Petersilie und ist fertig. Das ist echt schnell. Das kann man doch, ist doch schön, oder? Das kann man. Und wie lange lässt du die kochen? 2-3 Minuten. Ja, das, nur dass das jetzt so ein bisschen reduziert. Ja, kann man jetzt noch eine Minute, wenn man will, kann man das noch lassen. Mhm. Und das ist ganz einfach. Und der Geschmack kommt natürlich von den Zwiebeln. Von dem Wermut und natürlich von dem Safran. Ja. Aber es ist nicht schwierig zu machen. Nee, das muss ich auch sagen. Das sah nicht so kompliziert aus. Ne? Ich gebe dir das trotzdem schriftlich mit. Ja, da bestehe ich drauf. Dann mach das mal. Ja. Machst du Sport? Mhm. Ich reite ja sehr viel. Ah. Und laufe. Also einfaches Joggen. Joggen in Hamburg. Ja, um die Alster. Mann. Um die Alster. Ist aber nicht so toll, als mir jetzt gerade wieder aufgefallen, weil die haben da so vierspurige Straße im Grunde genommen. Und das ist total bescheuert. Also es ist schon besser, man macht das im Wald, aber ja. Naja, Wald wir wohnen leid. Da und dann wäre es Quatsch, irgendwo hinzufahren, weil das finde ich extrem lästig.
Und kochst du nur für dich und deine Frau oder auch schon mal für Freunde oder so? Also, ich muss ja zugeben, dass wenn ich zu Hause bin, dann bin ich halt froh, wenn wir alleine sind. Ja, weil du sonst dauernd unter Menschen bist. Es sind so viele Leute da. Und wenn, dann kochen wir auch mal. Und da tritt dann auch meine Frau in Aktion, nicht? Also, wenn dann Gäste Besuch kommen. Da ist, dann handelt die das mehr. Ich stehe da mehr in der Küche. Aber meistens für uns zwei. Naja, zu zweit ist ja auch schön. Ja, alleine macht es keinen Spaß. Nee. Das finde ich auch sehr. Das ist jetzt Cayenne, da mache ich vielleicht ein bisschen großzügig, aber du magst ja scharf. Scharf ist gut, ja. So, jetzt zieht der Fisch noch mal so ein bisschen durch hier. Kommt er noch. Aber es ist auch immer super, finde ich, wenn es in einer Pfanne geht. Ja. Was mich nervt, ist, also gut, wir haben das jetzt hier bei dir gemacht mit den zwei Pfannen, weil sonst dauert das so ewig mit der. Also ja, raus ja. Und hin und her. Aber du musst aber du, wenn du ne, musst du zugeben, auch wie wunderbar. Einfach das eben ging. Bisschen raus, die reduzieren mit diesem trockenen Wermut, Safran, ja, Salz habe ich, glaube ich, noch keins. Hier habe ich nur diesen Riesenpott von mir. Ja. So, na, fertig. Auch nur mit einer Gabel, ne? Ja. Ja, das sieht aber sehr edel aus. Das muss ich ja zugeben. Eine kleinere Portion sieht auch einfach schicker aus. Ne? So ein voller Ding. Das habe ich falsch gemacht. Okay. Nächstes Mal. Naja, du lernst ja noch. Ja, das stimmt. Ich muss es ja schon können. Danke. So. Gut, jetzt wollen wir noch etwas Brot. Ja. Dazu. Und schon wieder einen guten Appetit. Danke. Lecker. Also. Hey, das wird mein erstes Fischrezept. Im Verhältnis dazu, wie schnell es geht. Ja, Wahnsinn. Das ist echt super. Schön ist es. Das ist echt lecker. Wenn du das ein bisschen tunkst. Oh, jetzt wieder trinken. Dazu zum Fisch ein weißer Chivada von der Nahe. Ich habe hier einen Wein.